Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Saboteur auf dem Konfi-Kanal. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Oh Gott, hast du das gehört? Beim Panzer, einen sehr beschissenen Panzer. Ja, unser Hauptquartier wird dann noch angegriffen. Ich habe keine Ahnung warum. Die Cutscene. Das Spiel hat keine Lust, uns die Cutscene zu zeigen. Okay, was war da jetzt los? Und deswegen... man vielleicht von hier oben einen guten Blick hat. Deswegen, keine Ahnung, warum das jetzt so genau ist. Ja. Warum wir angegriffen werden. Aber. Hier. Schauen wir mal. Leider nichts. Irgendwie explosionsmäßiges. Granaten. Dynamit. Da ist oben rausgekommen. Das aua. Der ist ungünstig geflogen. Aber es hat funktioniert. Er ist ungünstig geflogen, aber es hat funktioniert. Ja, meinen Panzer gegen den Kopf kriegen. Ja, passiert schon. Eine kleine Beule und dann war es das wieder. Kein Ding. Was machen Sie? Sammelt euch. Wir werden bald mit Verstärkung zurückkommen, um uns auszuräuchern. Eine zweite Chance auszubrechen kriegen wir nicht. Verschwinden Sie mit den Kesslers. Was ist mit Ihnen? Ich verschaffe Ihnen so viel Zeit, wie ich kann. Veronique. Ich bleibe bei Luc. Nein. Meine Freunde sind gestorben, um ihn zu beschützen. Ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Okay. Vorwärts. Die haben uns angegriffen. Los, wir treffen uns in den Katakomben. Die haben uns angegriffen, um die Kessels wieder rauszuholen. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum es keiner verfolgt. Das waren sie dann. Okay. Zumindest eine kleine Akt 2 Lämmer auf der Schlachtbank. Zumindest eine kleine... Auflösung hier, wenn es schon die Cutscene nicht zeigt. Gehe zu den Kesslers. Grüßt euch. Nimm die Widerstandskämpfer mit, steigt allein. Ah, jetzt ein kleiner Ausflug. Gehe zum Katakombenquartier. Okay, wir schaffen jetzt das nächste Hauptquartier. Gut, wohin auch sonst. Aber ich glaube, die Autofahrt könnte vielleicht auch noch gefährlich werden. Ihre Freunde haben sich geopfert, um uns zu beschützen. Ich kann nur hoffen, dass wir ihnen eines Tages danken können. Irgendwie. Können Sie, Doktor, sobald wir sie in unser Labor in London gebracht haben. Blut kann nicht mit Blut vergossen werden. Das will ich nicht hoffen, um ihretwillen. Ihretwegen wurde schon zu viel Blut vergossen. Papa, wo gehen wir hin? Psst, mein Liebes, wir sind bald in Sicherheit. Stimmt, der Kessler war ja der vom Zug, den wir uns vom Zug befreit haben. Der wollte ja eher, ich helfe euch nicht, bevor ihr meine Tochter nicht befreit habt. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt helfen die uns, wir haben jetzt nach London geschafft, um uns von da zu unterstützen. Stimmt, genau so war das. Das hatte der als Bedingung gestellt, jetzt fällt es mir alles wieder ein. Auf einmal gibt alles Sinn. Meine Güte. Bloß, dass sich das so mitten in die Autorennen-Storyline reingeschoben hat, plötzlich die Maria-Mission. So, Grenzübergang mit den Kesslers hinten auf der Rückbank. Das wird doch bestimmt gut gehen. Alles in Ordnung. Bitte okay, die lassen uns durch. Die erkennen die Kesslers nicht. Haben wahrscheinlich gefälschte Papiere alle. Dürfen wir einfach durch. Das ist erfreulich. So, achso, Hauptkater kommt mal. Die wollte ich schon sagen, schaffen den zum Flughafen. Aber die haben uns ja gesagt, das geht zum Hauptquartier. Das ist auch noch so ein schwarz-weißer Stadtteil. Also, wir haben auch noch nicht alles so befreit. Ich hatte letztens mal geguckt, ich glaube vor dem vorletzten Part, da wurde bei den Missionen irgendwie bei 82 oder 84% Fortschritt. Also ich denke mal irgendwie noch so 5-6 Missionen vielleicht, dann sind wir hier durch. Sprich, wir bewegen uns langsam Richtung Finale. Vielleicht spielen wir das hier jetzt alles erst dann quasi Richtung Finale jetzt. Bunt, nenne ich es jetzt mal. Hier wird es ja jetzt bunt. Oder... das geht dann einfach durch die Erledigung von Freeplates hier. Keine Ahnung. So, aussteigen.
bringen wir wohl jetzt auch die ganzen Verletzten aus dem anderen unter? Oder waren hier auch schon welche? Nee. Was ist mit Veronique? Glück. Wo ist Veronique? Wo ist sie? Es herrschte Chaos. Wir wurden getrennt. Sie wurde gefangen genommen. Elender Bastard! Sie ist wegen ihnen geblieben! Schauen! Geben Sie mir 10 Mann. Ich hol sie zurück. Das kann ich nicht. Was? Warum nicht? Die Operation wird wie geplant fortgesetzt. Sobald der Angriff beginnt, brauchen wir jeden Mann, der eine Waffe halten kann. Ich glaube, ich habe mich verhört. Wir reden hier von Veronique. Unsere Sache ist wichtiger als eine einzelne Person. Sogar Veronique. Für mich nicht! Sie können jetzt nicht wegschauen. Sie müssen den Aurora fahren. Suchen Sie sich einen anderen Fahrer. Ich steige aus. So viel zu dem Autorennen. Ich glaube, wir boxen jetzt erstmal Veronique da wieder raus. Vielleicht fahren wir das Rennen ja noch danach, später mal. Keine Ahnung. Brayman hat eine Mission für uns. Devlin, Sie sehen erschöpft aus, mein Freund. Ich glaube, Sie brauchen etwas Ruhe. Veronique ist da draußen. Irgendwo in der Stadt. Ich werde sie finden. Ich werde nicht ruhen, solange diese Teufel sie haben. Ja, ich glaube Ihnen ihre. Vielleicht kann ich helfen. Ich höre. Wir zapfen den privaten Telefondienst der Deutschen an. Wenn man das richtig macht, merken sie es nicht. Und dann? Dann warten wir und hören zu. Veroniques Verhaftung macht sicher die Runde. Was muss ich tun? Im Moment braut sich über Paris ein Sturm zusammen. Wenn er losbricht, werden sie in einigen Telefonanschlussdosen Wanzen deponieren. Die Interferenzen, die der Sturm verursacht, werden unsere Spuren verwischen. Das wird ein gefährlicher Ausflug aufs Dach. Geben Sie mir die Wanzen. Den Rest erledige ich. Sie müssen die Wanzen deponieren, bevor der Sturm aufhört. Ja, ich beeile mich. Passen Sie auf da oben, Devlin. Ich spitze die Ohren. Wenn ich was höre, schicke ich Ihnen eine Nachricht. Bitte keine Mission auf Zeit. Wie ist die jetzt, die Mission? Dunkle Herrschaft? Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Ich kann es nur ahnen. Finde das erste Radio. Gerade noch Krieg, Panzer zerstört, Veronique ist verschwunden. Bonjour. Wir fangen jetzt an, hier Wanzen zu deponieren. Aber wenn es uns weiterhilft, dann machen wir das doch gern. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht das erste Mal in der Nähe, dass ich da jetzt eben mal fix hinspurten kann. Sieht aber nicht ganz so aus. Nehmen wir uns hier mal den Truck für das Arbeitspferd. Steht hier sowieso mit Sicherheit ein Parkverbot. Da räumen wir jetzt mal hier eben auf. Kann nicht angehen. Ja gut, das bisschen hätten wir dann vielleicht auch noch rennen können, aber das geht's dann, denke ich, doch schon schneller. So, dann müssen wir eben weg. Platziere Wanzen. 7 Stück. J'ai des cigarettes. Da oben ist einer. Oh, sehr voll. Da hochklettern hat keinen Sinn. Nehmen wir das Rohr. Na, hallo? Oh, nimm doch das Scheiß. Doch, nimm das Rohr. Meine Güte. Manchmal schlimm. Ich weiß nicht, warum kein Spiel so eine Äußerklettersteuerung mal richtig vernünftig hinbekommt. Das ist echt zu schwer. Mist, wäre ein verdammtes Wunder, wenn mich hier oben kein Blitz erschlägt. Wäre auch ein Wunder, wenn ich mal die richtigen Waffen dabei hätte. Jetzt würde zum Beispiel... Appa. Jetzt würde, glaube ich, wieder die schallgedämpfte Pistole an sich ganz ordentlich sein. So. Und dann hat dem Rudi eine aufs Maul gegeben. Das war urkomisch. Das sieht komisch aus. Seine Oberlippe sah aus wie eine Blutwurst. Verbleibende Zeit. Oh Gott, wir haben jetzt wirklich ein Zeitlimit. Aufhören! Aufhören. So. Das ist aber immer nur die Wand. Ach, das ist ja alles da oben. Hätte hier gar nicht runterklettern müssen. Das ist ja alles da oben. Das ist bestimmt das Zeitlimit für die gesamten Wanzen. Klettert euch runter, obwohl das da oben ist. Ja, wir schießen uns da oben dann einfach durch. Drauf geschissen. Ja, komm aus dem Arsch. Devlin. Na?
Oh, fall doch nicht immer noch weiter runter. Wo gehst denn du hin? Meine Güte, Devin hat auch kein Interesse. Kommt jetzt hier nirgends hoch. Wo bin ich denn jetzt hier? Meine Güte. Ja, 555. Kann das sich hier, klar ist hier ein bisschen runter, da kann das sich doch da trotzdem festhalten. Jetzt komme ich hier nirgends hoch, um diese Trickswanze zu platzieren oder was? Hier bin ich auf dem Piss da oben. So, hier schaffst du es da hochzulaufen. Meine Güte. Vielleicht ist die Hälfte der Zeit vorbei und wir haben noch nicht mal die zweite Wanze platziert von 7, ey. So. Halt's Maul. Ich bin jetzt eh gleich tot. Drauf geschissen. Ja, steck halt die Waffe weg. Jetzt da drüben die nächste. Jetzt bin ich wieder hier. Ich hab das Gefühl, dass das eine richtige AIDS-Mission werden könnte. Oder sogar schon ist. Ich glaube, das eigentlich können wir uns, glaube ich, schon abschminken. Wegen dem Zeitlimit. Aber naja, wir versuchen es einfach mal noch. Vielleicht geschieht doch noch irgendwie ein Wunder. Ein Wunder. Ja. So. Manche müssen unbedingt da sein, bevor der Sturm vorbei ist. Fall halt wieder ganz runter. Ah, Gott. Hallo, du Vollidiot. Du irisches Fickloch, ey, meine Güte. Rüber, nicht hoch, rüber. Zack hier. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Komm, erschießt mich einfach. Oder kann ich hier irgendwo runterspringen? Hält er sich da fest und geht da weg. Komm, erschießt mich. Kann ich mich selbst töten mit der Stockgranate? Danke. Meine Güte, ey. Was für ein Müll. So. Diesmal. Was gerade passiert ist, das haken wir jetzt ab. Das löschen wir. Wir vergessen es ganz schnell. Und tun jetzt so, als wäre nichts gewesen. Als wäre das jetzt unser erster Versuch und dann machen wir das jetzt hier ganz in Ruhe. So. Das funktioniert ja hier schon mal. So. Mist, wäre ein verdammtes Wunder, wenn mich hier oben kein Blitz erschlägt. Ja, ja. Große Sprüche reißen. Befragungszimmer ist das belegt. Kann er. Die alte Frau ist immer noch an dem Schreibtisch gefesselt. Dahinter steckt dann nichts. Dann gegen Devlin. So. Diesmal gehen wir nicht erst runter. Diesmal bleiben wir auf den Dächern. So. Ah, sieht doch hier schon. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Von allen Ecken auf dieser Map, von allen Ecken hier auf dem Dach bin ich jetzt genau wieder hier hingefallen. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Das ist verdammt. Halt's Maul. So. Und dann hat dem Rudi einer aufs Maul gegeben. Das war urkomisch. So, dann. Seine Oberlippe sah aus wie eine Blutwurst. Na los, mach hin, ne? Nein! Was willst denn du dich an dem Kabel. Halt dich doch nicht an dem Kabel fest, du Vollpfosten, ey. Was ist das für ein Vollidiot, ey? Diese Steuerung, da macht doch AIDS noch mehr Spaß, ey. So. Jetzt Maul. Also hab ich ihr gesagt, sie soll aufmachen. So. Nächstes ist bestimmt da unten irgendwo. Da geht's alles kaputt. Was für ein Stunt.
Die alte Frau ist immer noch an den Schreibtisch gefesselt. Muss die Pisse wegwischen. So. Das nächste ist da drüben. Bastarde! Ich hoffe mal, die töten uns jetzt nicht, wenn wir hochklettern. Dankeschön, wir sind wieder for life. So. Auf geschissen, sollen sie auf uns schießen, das interessiert uns nicht. Nimm das! Ja, du nimmst das. Und dann hat ihm Rudi eine aufs Maul gegeben. So, dann müssen wir bestimmt darüber. Genau. Seine Oberlippe sah aus wie eine Blutwurst. Wenigstens haben sie hier die Seile so gespannt, dass die dahin führen, wo man hin soll. So, und das letzte ist da. Jetzt mal halt doch mal deine Waffe in der Hand. Hier müssen wir nämlich mal noch ein bisschen schießen. Stirb nicht. Ich sag's dir. Triff den doch mal. Wieso habe ich jetzt mein Gewehr nicht mehr? Wieso habe ich mein Gewehr nicht mehr? So. Ziegler hat immer Zigaretten. Okay, letzte Wanze. Gut. Sehr schön. Danke. Was für ein Stress, mein. Meine Güte. Was für eine Tricks-Mission. So, und weg hier. Alarmstufe 2, das sollte noch gehen. Steht dann auch schon bereit. Der Pegasus, den haben wir auch noch gar nicht. Und wir haben bisher eigentlich kaum Fahrzeuge gesammelt. Ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. Wir verziehen uns hier erstmal wieder. Natürlich kommt da gerade einer von rechts. Sorry, kann ich nichts dafür, ich wäre ja vorbeigefahren, aber der hat mich da reingetrennt. So. Aber hier aus der, die Verfolgungsjagden hier sind ja so zum Reißsatz in der Regel. Keine große Herausforderung. Die Autos halten hier in der Regel eigentlich echt viel aus, mit denen man fliehen kann. So, jetzt bleibt der Kreis gerade stehen und dann kommt wieder einer von vorne. Wobei die hätten uns ja an der Grenze, denke ich mal, sowieso gesehen. Aus heute noch perfekt. Meine Güte, was für eine schwere Geburt! Das wäre bestimmt eigentlich auch ein bisschen stressfreier gegangen. Oh, wir sind beim Eiffelturm. Gehen wir so. Hier ist er. Ryman hat wieder die nächste Mission für uns. Wie gesagt, viel wird, denke ich mal, nicht mehr fehlen. Ah, da ist jetzt ein ganzes Stück wieder in der Stadt hier drin. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Ryman. Ich fahre jetzt. Okay, oh, danke. Sean, hören Sie genau zu. Ich habe die nötigen Informationen und mehr als das. Kommen Sie zu mir. Reden Sie mit niemandem. Vertrauen Sie niemandem. Ryman. Also scheint es mit dem Ganzen zumindest funktioniert zu haben. Gut, dann treffen wir uns in der nächsten Folge bei Ryman wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Bis dann.